The Mercenaries Additional Orders. Das beste Armee unter uns. Naja, mal schauen. Schau es mir zumindest mal an. Even Chris. Rang 0, Chris Redfield. Kann man so aussehen, ob wir noch mit Even oder mit Chris spielen. Ich spiele mit Even. Okay. Ich schaue es mir zumindest mal an. Wir können einmal mit Even und einmal mit Chris spielen. Oder so. Mal schauen. Söldnerhandbuch öffnen. Gesinnloses Geballer oder was haben wir hier? Even Winters. Als Alorunder steht Even ein großzügiges Arsenal an Waffen zur Verfügung. Pistolen, geringe Wirkung, aber hohe Feuerrate. Flinten, große Wirkung auf Kurzdistanz. Scharfschützengewehr, schwierig in der Handhabung, durch Kurz, aber nahezu alles. Machen Sie sich Evens Vielseitigkeit zunutze und wählen Sie je nach Level und Ihren persönlichen Vorlieben die geeignete Waffe aus und erzielen Sie so viele Kombos wie möglich. Oh Gott, das wird. Ah ja. Sinnlos rumgeballere. Beginnen Sie damit, dass sich im Shop mit Ausrüstung und Waffen einzudecken. Auf dem Feld draußen müssen Sie dann so viele Gegner wie möglich im Zeitlimit erledigen. Oh Gott. Sobald Sie Ihren Rhythmus gefunden haben, können Sie Ihre Angriffe zu Kombos verknüpfen, um extra Punkte zu kassieren. Nachdem Sie eine bestimmte Anzahl Gegner erledigt haben, erscheint das Ziel. Rühren Sie es, um den nächsten Abschnitt eines Levels vorzurücken. Auf Ihrem Weg werden Sie hier und das da gelbe Kugeln sehen. Berühren Sie um Bonuszeit. Ach du Scheiße. Es wird schrecklich. Da gibt's ja auch noch, da gab's auch irgendwie noch mit den Pakets rund so als DLC und dieses Reverse irgendwie mit, weiß nicht, also Reverse, was irgendwie als Multiplayer rum hat, man verschiedene Charaktere noch, wusste ja nicht so rum, man verschiedene Charaktere aus von Jill und so weiter und auch andere aus allen Spielen irgendwie spielen kann, gegeneinander online spielen kann. Meine Güte, es ist hier viel Trash. Auch wird einem viel Trash mitgegeben. Zusätzlich zu den Gelben gibt es auch blaue Kugeln, sie verleihen Fähigkeiten, wobei wir das aus drei Zufälligen wählen dürfen. Zelda-Rest grüßen. Finden Sie heraus, welche davon am besten zu Ihrem Kampfstil passen. Es gibt kein Limit für die Anzahl der Fähigkeiten, die Sie erhalten können. Und Sie behalten sie selbst beim Wechsel in einen anderen Abschnitt noch besser, wenn Sie die gleichzeitig Fähigkeit mehrmals ausrüsten, wird noch gestärkt. Halt doch mal die Fresse, Duke. Es geht, dass Sie auf dem Weg einsammeln, sowie die verbleibende Zeit beim Erreichen des Ziels werden zusammen mit den Punkten für besiegte Gegner sowie Kombos in den finalen Punktschnitt zugerechnet. Belohnung, also jetzt ein Beinbruch. Das wird viel spielen wir dann vielleicht nochmal. Ja, die Waffen kennen wir eigentlich schon. Ja, das sind die. Was haben wir denn jetzt für Waffen? Momentan nur eine Pistole. Hier haben wir noch andere Waffen. Müssen wir unterwegs sammeln oder soll ich etwas für dich auswählen? Ich habe nur Punkte. Oh, ich habe viel Geld. Wähle mit Bedacht. Dein Leben könnte davon abhängen. Ich kann mal die Waffen kaufen. Ich kaufe meine Schrotflinte. Was lachst du so? Okay. Nicht mal auf die zwei. Auf Wiedersehen. Hüttner Ringe SSP, Frau 10, SP.
Okay. Ich versuch's mal. Ach du Kacke, jetzt haben wir Energiebalken im Kopf. Ich hasse alles daran. Zurück. Mit Zunahme. Fantastisch. Wir haben nicht mit Zunahme, was nicht den Punkt. Ihm Geld. Ja. Punkte. Jetzt werden wir gefuttert. Nachladen. Das ist gerade etwas unpraktisch. Jetzt Punkte. Ganze Zeit, also mal einfach Punkte einsammeln. Aha, Minen. Gibt es so irgendwie Munition hier, die wir mitnehmen können? Fantastisch. Lauf mal hier ein bisschen durchs Dorf. Wir müssen was sehen. Da ist so ein blauer Punkt. Ist so dafür jetzt hier aufgetaucht. Fähigkeit. Völkerkontakt, flinke Ratte, Rechenentzogung. Ja. Bist du das Ziel? Ziel. Abschnitt abgeschlossen. Yay. Eigentlich will ich nicht. Du möchtest etwas kaufen? Können wir unsere Punkte ausgeben oder was? Wähle mit Bedacht. Dein Leben könnte davon abhängen. Das kann man nicht kaufen. Heilung habe ich jetzt bisher auch noch nicht gebraucht. Völkerkraft verstärken. Ich warte eher, bis wir eine neue Waffe kriegen. Ich schätze, haben wir keine bekommen. Au revoir. Wir haben wieder ein bisschen Munition. Machen wir die zweite Runde noch mit Ethan. Start. Wir sind dann am anderen Ort. Sind wir hier in der Festung. Das ist die Zone. Gut, hier. Bonuspunkte. Ich glaube, das
ist natürlich am effektivsten. Ich glaube, da bin ich damals in der Hauptstory einfach durchgerannt. Ein bisschen heilen könnte nicht schaden. Ah, keine Munition mehr. Sag das doch. Gedacht, dass das leichter wird hier. Ein bisschen Munition. Ich geh mal hier hoch. Fähigkeit wählen. Längen Hebel, Fernangriffe versuchen mehr Schaden. Messer. Wenn eine Schaden sinkt, das ist gut. Das nehme ich. Fähigkeit. Fähigkeit wählen. Um längeren Hebel. Angriffe richten mehr Schaden, wenn die Gesundheit des Gegners voll ist. Finden verursachen mehr Schaden, ich nehme die Finden. Auch wenn wir sie gerade nicht haben. Okay. 8 Gegner von 23. Die Bonuszeit. Jetzt können die gepanzerten. Okay. Okay, jetzt müssen wir noch mit. Ach, Scheiße. Wirklich so viel noch. Emotionen für die anderen fahren wir nicht. Da können wir mal eine Bombe legen. Mine. Ein bisschen Heilung kann ich schaden. Ich komme hier nicht mehr runter. Ich bin mir relativ sicher gerade. Gehen wir uns nochmal durch die Festung. Bonus. Oh verdammt. Nachladen. Scharfschützen mit zum Hilfe uns hier gar nicht weiter. Ich habe keine Zeit mehr. Keine Angst, ich werde vorher abgeschlachtet. Zeit können wir keinen kriegen. Und den Bonus vielleicht. Dann können wir noch den einen oder anderen töten, bevor die Zeit vorbei ist. Zahlschuss bei guter Gesundheit. Das klingt gut.
Zeit abgelaufen. Schön. Ja. Rang C. Ja, nee. Ich würde es nochmal mit Chris durchspielen, aber ansonsten. Können wir nochmal mit Chris rein ins Ding. Wir haben jetzt für alle Zeitmufen ausgewählt. Mit Chris würde ich hier nochmal rein. Könnt ihr erst nochmal versuchen. Okay, immerhin haben wir hier eine Waffe. Wir sind besser ausgerüstet. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Nee, Samarkierer. Ja, den nehme ich unbedingt. Dann knapp uns sowieso nicht. Beachte mich gar nicht. Nehmen wir mal die Freiheit. Dazu fehlt es dir am nötigen Kleingeld. Oder noch nicht. Nadel, danach Nadelgeschwindigkeit ist gut. Schönen Tag. Okay, dann mal raus. Warte, wir können Chris noch was durchlesen. Chris Redfield. Chris ist ein Kampfexperte, der mit Fäusten und Schusswaffen kämpft. Natürlich können mit Schusswaffen weit entfernte Gegner gefahrlos ausgeschaltet werden. Doch Faustangriffe erhöhen Chris Wutanzeige. Ist die Anzeige gefüllt, kann Chris einen Ansturm starten, bei dem die Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich steigen. Vorsicht, Chris kann weder Blocken noch Heilgegenstände benutzen. Oh, Kacke. Machen Sie sich also eine geballte Brutalität zunutze, um Gegnern Zielsets zu befördern, bevor die es mit Ihnen zu Ihnen tun. Merkwürdig, dass wir da nicht im Schloss im Tresco rauskommen. Nach dieser Tür. Dann kommt mal her. Munitionsverschwendung für Game. Natürlich Munition alle. Das war ja auch zu gut. Der Zugriff. Ich muss jetzt erstmal wieder aufladen. Und Granate. Können wir die nochmal nutzen oder? Nochmal Fähigkeiten. Das hätte ich vielleicht ganz wertvoll. Haben wir beim ersten Durchspiel noch nicht gemacht. Ziel aufgetaucht, okay. Dann brauchen wir die Zeit gar nicht. Gewehrmunition. Ich guck nur mal eben. Fähigkeit wählen. Kopfschuss verursachen mehr Schaden. Ja, nehmen wir. Ziel. So, nächster Abschnitt. Mal sehen, wie weit wir mit
Chris zu kommen. Willkommen. Ach, das ist ein Schuss mit dem, was wir da kaufen. Okay, da würde ich eher mal... Können wir nicht. Ah, mit etwas mehr Geld. Das haben wir noch nie benutzt. Ein gutes Geschäft. Munition dafür könnten wir gebrauchen. Das muss ich schon sagen. Was du möchtest Munition? Etwas kaufen? Beachte mich gar nicht. Bleib vorsichtig. Na dann, das kann ja schief gehen. Hier schon wieder. Okay, es war nur Zeit. Die wir scheinbar aber nötig haben. Okay, der war mit ihm schwieriger. Immer darum kriegen. Geht ja deutlich schneller. Die Waffen sind deutlich lieber. Aber nicht nett. Was haben wir hier unten? Munition haben wir noch genügend. Das ist das Ziel. Nächsten Abschnitt, damit wir noch was Neues sehen. Aber gerne. Ist das zu verkaufen? Nichts Gutes. Pistole benutzen wir so häufig. Moment bitte. Vollkraft. Wähle mit Bedacht. Dein nicht. Leben könnte davon abhängen. Bis nächstes Mal. Nun, wir haben noch ein paar Schuss damit. Auf geht's. Ach und durch.
Ah, hier sind wir da. Ist doch runter zu der. Fähigkeit wählen. Was war das hier? Wir haben gegen den ganz großen gekämpft. Wie wir kämpfen konnten mit Liefen. Sniper vom Dachboden. Oh, wer ist denn der große? Heisenberg-Soldat. Ist auf dem Weg zum Büro, oder? Oh, ist nicht da. Zeit gebrauchen. Na ja, cool ist es, die Orte noch mal zu sehen, aber naja. Grinding-Geballer um Levels zu bekommen ohne große Story, das finde ich eigentlich, nee. Das finde ich nicht toll. Da bin ich kein Fan von. Stone-Munition. Oh, hi. Fähigkeit. Warum nicht mal dick wirklich? Die Zeit muss sein, die Leiter zu klettern. Schaut man erst die Sniper aus. Bisschen Munition. Ich sehe das Ziel. Da haben wir jemanden hinter uns. Die Beste bewacht das Tor. Ein Riss von 32 Gegnern. Da haben wir hier noch einen. Kommt zu Daddy. Ziel erreicht. 32 von 32 Gegnern. Das war doch gut. Abgeschlossen. Mit Christen war besser unterwegs. Neuer Rekord. B. Ja, jetzt habe ich aus Versehen abgeschlossen. Na, egal. Können wir uns noch Bonusinhalte kaufen oder was? Im Boni-Shop. Funktioniert das so?
Müssen wir jetzt also hier Levels durchstehen, damit man sich hier Bonus-Sachen kaufen kann. Sehe ich jetzt nicht so unbedingt, aber naja, wer das mag. Muss hier noch die Modelle zu Ende kaufen. Waffenmodelle sehe ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gemacht, oder nicht? Concept Art, wo ist mal Vientos? Na, Concept Arts. Die kaufe ich natürlich gerne, um die mit euch anzugucken. Damit ihr es nicht machen müsst. Ich muss wirklich sagen, dass man die mit, also das, auch wenn es der kürzeste Bereich war, ich persönlich, ist nur ein persönlicher Geschmack, fand das Beneviento Haus am interessantesten. Das Schloss Dimitrescu war auch großartig, das war auch toll, aber es hat mir nicht gefallen, wenn man so das Wegrennen und so weiter. Das hat man natürlich vor dem Baby dort auch, aber auch wie das dann nochmal mit der Evelyn im DLC noch gemacht wurde. Also es war einfach, ich fand es eigentlich hier haben wir jetzt ein bisschen was freigeschaltet. Gucken wir uns das dann nochmal an. Concept Art für Familie Winters mit Blick auf die Ereignisse an Resident Evil 7. Wollten wir Mia ursprünglich im Rollstuhl sitzen lassen. Aha. Rosemary Winters, andere Entwürfe. Erwachsen. Entwurf für die erwachsene Version von Rosemary Winters. Sie trägt Ethan Serko, die er sie als Baby entwickelte. Hätte auch was. Und die schwarzen Klamotten haben sie ja irgendwie für die Kopien irgendwie benutzt. Ein paar Sens für Chris Redfield. Das war hier die Dorfbewohner. Leonardo, Elenas Vater, Elena, Lucia und Lulian. Sebastian, Anton, Lusano und Hexer, also Mutter Miranda, Duke der Kaufmann, anderer Entwurf. Die Parasiten sind der Schlüssel zur Geschichte von Village. Kombination mit vier Flügeln, die für die vier Grafen stehen, sind sie auch Teil des Designs des Dorfwappens. Überreste, das Siegel der vier Grafen. Like und der primitive Zombie. Das Karma und ich zu nehmen dem Interesse. Donner Benevento. Fand ich das gruseligste für mich der Abschnitt. Moro war mal absoluter Schwachsinn. Sein Bereich. Heisenberg hat dann auch wieder was. Also Moro war. Naja.
Das hatten wir jetzt schon. Haben wir mal durch die Konzeptarts durchgeblättert. Bricht über den Vorfall. Und hier haben wir noch Texte. Die Text, die jetzt mit Sicherheit nicht lesen werde. Über diese 7 und so. Ja. So, so Baker. Das könnte man jetzt alles noch wie ein Buch lesen. Ja, ich denke, damit haben wir doch alles gesehen. Haben wir uns alles angeguckt von Resident Evil Village. Ja, Hauptstory haben wir gespielt, das Wurst DLC und in diesen anderen Modus, jetzt in den Söldner-Modus haben wir auch nochmal reingeguckt, die Konzeptarts angeguckt. Würde ich doch mal sagen, haben wir es completed. Ja. Na dann, danke fürs Zuschauen. Habt ihr noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns irgendwann vielleicht mal wieder zu einem anderen Resident Evil Let's Play. Mal schauen. Also Resident Evil 7 weiß ich nicht. Vielleicht werde ich mich mal irgendwann an einer dieser Remakes trauen. Weil ich jetzt schon Demo-Version gespielt zu Resident Evil 2 und 3 Remake. Oder 4. 4 eher nicht so. 4 ist zu viel Geballere. Es ist zu viel. Vielleicht versuche ich mich mal in 2 oder 3. Weiß ich nicht. Was mal. Kann ich noch nichts versprechen. Auf jeden Fall in nächster Zeit nicht. Jetzt haben wir erstmal Village zu Ende. Das muss jetzt erstmal reichen. Mit Resident Evil auf meinem Kanal. Ja, danke fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt. Man sieht sich. Ja. Ciao, ciao.